Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play vom Game Minoria, empfohlen von der guten Elise, die mir schon bei Ender Lilies geholfen hat. Und, naja, es soll wohl sowas ähnliches sein wie Ender Lilies, allerdings ist es natürlich sehr schwer an Ender Lilies oder an Hollow Knight ranzukommen, aber ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine Chance. Mal sehen, wie es ist. Neue Datei. Bitte passe die Helligkeit an. Ja, das ist super. Wir machen es ein bisschen heller, weil YouTube ja immer alles runterskaliert bei der Helligkeit. Mal gucken, ob es synchronisiert ist oder ob ich darf. Das Jahr 1203 nach ramezianischer Zeitrechnung. Eine verbotene Zeremonie stürzt das heilige Königreich von Ramesia in einen erbitterten Krieg gegen die Hexerei. Einige Wochen später werden die Prinzessinnen des Königreichs entführt und von Ketzern in Gefangenschaft genommen. In einem Akt der Verzweiflung werden ganze Heerscharen von Nonnen in Richtung Hauptstadt entsandt. Glaubt man der Kirche, sind allein diese Schwestern in der Lage, die Bedrohung durch die Hexen abzuwenden. Ihr Glaube ist nun die letzte Hoffnung Ramesias, der Ketzerei Einhalt zu gebieten. Hexenleichen. Die anderen Schwestern sind sicher nicht weit. Lasst uns weiter in diese Richtung gehen. Die Prinzessin. Wir müssen uns beeilen. Schwester Similla, in dieser Gegend wimmelt es nur so von Hexen. Es ist unsere Pflicht, sie zu läutern. Koste es, was es wolle. Ich bin nur eine Novizin, aber ich werde euch so gut es geht unterstützen. Die Zeremonie hat bereits begonnen. Wir haben nicht viel Zeit. Lasst uns weiter nach der Prinzessin suchen. Was denn jetzt? Ich dachte, wir sollen die Hexen läutern. Und wir legen sofort los. Auch hier haben wir wieder 300 HP. Und unser Kleid ist ja sehr, sehr freizügig, sage ich mal. Kriege ich hier Schaden, wenn ich reinlaufe? Nein. Okay, das sind also Hexe oder Hexenleichen. Wir haben heilendes Räucherwerk. Ich weiß nicht, wie ich es benutze. Und auch hier kann ich direkt nach links gehen. Und oha. Habe ich einen Double Jump? Nein. Ist das meine. Ist das ein Parry? Kann ich parieren? Ich drücke erstmal ein paar Tasten. Hier ist die Map. Prinzessin Amelia ist irgendwo in dieser Kathedrale. Wir müssen sofort zu ihr und sie retten. Ja, klar, das machen wir natürlich direkt. Verschlossen. Okay. Oh, das ist ja cool. Kann ich damit? Okay, dann brauchen wir erst einen Double Jump oder so dafür. Ist das jetzt gleich auf der Karte verzeichnet? Nein. Aber man sieht, dass da noch ein Weg lang geht. Oder zwei Wege. Okay, das hilft schon mal. Wir haben ein kleines durchsichtiges Krönchen auf. Level 5 sind wir. Wir kriegen XP. Und auch hier haben die Gegner, glaube ich, wieder eine Stance-Leiste. Wie in Ender Lilies auch schon. Das heißt, wenn wir sie oft genug geschlagen haben, halten für höhere Sprünge. Achso. Ja gut, normal. In Ender Lilies war das ja auch schon mit so einer Stance. Mit der Haltungsleiste des Gegners. Wenn die durchdrungen ist, dann werden die eben kurz gestunt. Halte unten und springe, um durch schmale Plattformen zu kommen. Auch sehr Standard für Metroidvania. Aber das ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Von den Großen inspiriert. Ist ja jetzt erstmal grundsätzlich was Gutes. War besser gut geklaut als schlecht gemacht. Was ist das denn da drüben? Achso, es sind einfach nur Partikel, die da leuchten. Räucherwerke im Aktionsloch benutzen. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben kein Damage bekommen bisher. Kein Dommage. Halte in eine Richtung ausweichen. Setze im richtigen Moment an, um die gegnerischen Angriffe zu entziehen. Ah, okay. Das hätte bestimmt funktioniert, wenn er nicht gerade explodiert wäre. Ich meine, ich habe ihn ja pariert. Oh. 120 halt das nur. Oh. Okay. Ich hätte mal aufs Spiel hören sollen und einfach ausweichen sollen. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Ah ja, unten ging es gar nicht weiter lang. Huch.
Dies scheint ein sicherer Ort, Schwester Similla. Vielleicht können wir hier etwas Rast machen. Ist etwas? Es tut mir leid, es ist nur... Um ehrlich zu sein, habe ich wirklich große Angst. Es ist das erste Mal, dass ich auf eine solche Mission entsandt wurde. Ich habe jedoch Vertrauen in eure Kampfkünste, Schwester Similla. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir schaffen das ganz bestimmt. Ich glaube an uns. Ich glaube auch an uns. Auch wenn das Spiel jetzt schon Tintenfläschchen können für das Speichern eines Fortschritts sowie die Wiederherstellung deiner HP und Räucherwerke benutzt werden. Yes! Ein Bonfeuer. Nice. Ein Spielfortschritt wurde gespeichert. Schön. Auch der Zoom-In ist sehr nice. Grafikstil ist jetzt erstmal nicht direkt meins, aber sieht auch nicht schlecht aus. Ach, der schmeißt Bomben. Ach so, ich dachte, der ist einfach selbst explodiert. Da drüben ist ein Hebel, da kommt man dann wahrscheinlich ran, um den Shortcut aufzumachen. Sprich mit Schwester Fran. Prinzessin Amelia ist irgendwo in dieser Kathedrale. Wir müssen sofort zu ihr und sie retten. Ja, ich weiß. Hast du schon gesagt? Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder irgendeinen Satz vergessen, den ich angefangen hatte. Ich wünschte, ich könnte nach unten gucken. Neues Gespräch mit Fran. Wir halten uns gut. Lasst nicht nach, Schwester Similla. Klar. Oh, shit. Hexe! Okay. Boah, epic. Geht das auch bei Bossen? Das wäre natürlich nice. Verschlossen. Kommen wir nicht ran. Aber ich komme hier hoch. Oh, wow, okay. Ist hier vielleicht... Ach, hier ist einfach noch eine Tür. Ist auch verschlossen, nicht wahr? Ja. Ich meine, ich schätze mal, wenn ein Schloss dran ist, dann kommt man da nicht durch. Und ich komme gerade aus der Aufnahme von Ghost. Das ist sehr leichte Kost. Da kann man ein bisschen lachen. Aber das hier scheint ein bisschen melancholischer, ein bisschen trauriger zu sein. Eher wie Ender Lilies. Und vielleicht bin ich deswegen einfach ein bisschen ruhiger und lasse die Atmosphäre für sich sprechen. Wie die Maus in der Falle, Prinzessin. Wenn ihr nun kooperiert und in eure Zelle gehen würdet... Schweigt, Hexe! Ihr entehrt diesen Ort schon allein durch das Tragen der Ordenskleidung. Oha. Dies ist nicht der Zeitpunkt für euer religiöses Gewäsch, Hoheit. Oh. Ich hätte nicht erwartet, hier auf noch mehr von euch Nonnen zu treffen. Ich dachte, ich hätte euch alle erledigt. Seid ihr hier, um eure Majestät zu retten? Das hier ist aus ihr geworden. Seht sie euch nur an. Selbst ihr könnt in diesem Zustand wohl kaum mehr einen Menschen in ihr erkennen. Richtet eure Kreuze auf sie und verbrennt sie Leben. Sprecht euer heiliges Urteil. Ich warte, ihr Gotteskinder. Liz, die Zeremonie ist noch nicht abgeschlossen. Kommst du mit diesen beiden allein zurecht? Überlass das nur mir. Blühende Hexe Lisette. Oh Gott! Direkt ein Bossfight. Ah, die schlägt zweimal zu. Okay. Oh. Okay. Toho-esque. Cool. Das ist genau, was ich mir in Ender Lilies gewünscht hatte. Oh. Die Leiste ist gleich voll. Mutter Saura, gebt mir euren Schutz. Da muss ich raus. Oh! Ah! Ich muss heilen. Komm schon. Okay, ich dachte schon, jetzt sterbe ich beim ersten Boss. Hexe geläutert. Totgeschlagen quasi. Spiel beendet. Seid ihr verletzt, Prinzessin Amelia? Mir geht es soweit gut, Schwester. Danke für eure Hilfe.
Ich nehme an, hier untersteht dem Befehl des Sakralamts. Was ist denn das? Ach, Sakralamt. Seid ihr Mitglieder der Inquisition? Ja, Eure Majestät. Ich bin Schwester Anna Fran und dies ist Schwester Similla. Ihr kämpft gut. Diese Frau, die ihr gerade niedergeschlagen habt, war keine gewöhnliche Hexe. Es gibt noch andere wie sie, Sünderinnen, die sich gegen unser Königreich gestellt haben. Ja, wie damals zu Zeiten des Kreuzzugs im Mittelalter. Wir müssen Vorsicht walten lassen. Ihre Zeremonie schreitet rasch voran. Ich meine, das spielt ja 1200 oder so. Ich weiß nicht, ich habe nicht genug Ahnung von Geschichte. Ich kann hier nichts beurteilen. Ich bin einfach ruhig. Mich zu retten war eine große Leistung. Doch es gibt noch viel zu tun. Zuerst müssen wir zur Bibliothek aufbrechen. Dort ist es sicherer. Wo ist diese Bibliothek, Eure Majestät? Noch ein Stück von hier, aber nicht allzu weit. Ich werde es wissen, wenn wir in die Nähe kommen. Hütet euch vor Angriffen auf eurem Wege. Ich habe einige tote Nonnen gesehen. Die Hexen sind uns auf den Fersen. Verstanden. Wir werden vorsichtig sein. Das werden wir. Oh, wir werden nicht geheilt. Mist. Huch. Neues Gespräch. Die Prinzessin ist endlich bei uns. Lasst uns zur Bibliothek ein, um sie in Sicherheit zu bringen. Ja klar, war ich da auf dem Weg hin. Ah, jede Map ist in verschiedene Quadrate eingeteilt. Das ist praktisch. Das hilft beim Umgucken sehr. Oh, ein Tittenfässchen. Oh, nice. Wir haben Level-Ups gehabt und haben jetzt 2 Level-Ups und damit 2 HP bekommen. Das ist ja nicht so viel. Elise hat auch geschrieben, dass wenn man einen Boss umbringt, ohne Schaden zu kriegen, dass man extra Loot bekommt. Was ich natürlich sehr cool finde, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals hinkriege. Aber motiviert natürlich zum Tryharden und dazu einen zweiten Run zu machen zum Beispiel. Einen zweiten Playthrough. Okay, hier könnte ich wieder hoch. So ein Explosionstyp. Ah, ich kann die Kerzen auch kaputt schlagen, das ist ja cool. Oder? Nee. Huch! Ganz andere Atmosphäre, über Leichen. Untersuchen. Archiv Nummer 15 erhalten. Okay. Schwester Similla, Alter 21. Eine schwarz gekleidete Nonne. Sie strebt danach, Historikerin zu werden und hält gerne Mittagsschlaf nach dem Essen. Ihre Mutter als Hexe gebrandmarkt, wurde bei lebendigem Leibe von der Inquisition verbrannt. Similla wurde daraufhin zur Arbeit als Klerikerin gezwungen, um für die Sünden ihrer Familie Buße zu tun. Schön. Schwester Anna Fran. Schwester Simillas Assistentin. Die junge Messdienerin besitzt nur wenig Kampferfahrung und hat sich daher auf Hexenverbannung spezialisiert. Das Sakralamt ist dafür bekannt, im Zuge der Hexenverfolgung ganze Dörfer niederzubrennen. Auch Frans Heimatort, ein kleines Dorf im Osten Orimiers, wurde von der Kirche dem Erdboden gleichgemacht. Ja, naja, ja. Die älteste Prinzessin des Heiligen Königreichs von Ramesia. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als die Zeremonie der Hexen aufzuhalten und die Ordnung in ihrem Land wiederherzustellen. In diesem Jahr wurde ein Konzil eingerichtet, durch welches die zwei Prinzessinnen das Königreich hätten führen sollen. Doch die jüngere Schwester Prinzessin Pöme verriet Krone und Kirche und ging einen Bund mit den Hexen ein. Bei dem Versuch, vor ihrer Schwester zu fliehen, fiel Prinzessin Amelia einem Fluch zum Opfer. So kam es, dass wunderschöne Zweige und Knospen aus dem Haar der Prinzessin sprießen, wann immer sie sich in aller Stille ihren Tränen hingibt. Ach, deswegen wachsen ihr Hörner aus dem Kopf. Ich dachte, das wären Hörner, das sind Zweige. Lisette, Alter unbekannt. Eine Hexe, die aus einem Samen aus den südlichen Wäldern hervorging. Lisette hatte sich auf den Weg nach Orimer gemacht, um die zu finden, die die Zeremonie initiiert hatten. Sprechen Deutsch nichts gut. Dort, nahe der Kathedrale zu Saint Hildreth, traf sie Devoir, mit der zusammen sie sich Prinzessin Amelias annahm. Ist das Frankreich? Ist Ramesia Frankreich? Ich habe keine Ahnung. Es klingt alles sehr französisch. Also alles, was ich falsch ausspreche, ist doof, ne? Kann ich nichts dafür, ich hatte nie Französisch, keine Ahnung. Deutsch hatte ich auch nie. Die Zeichnung auf ihrer Stirn zeugt von der vorübergehenden Verdunkelung ihrer Haut, ein bei der Hexenwerdung häufig anzutreffendes Phänomen. Die Haut wird zunächst schwarz, bevor sie nach und nach ihre endgültige Farbe annimmt. Okay. Ramesia. Ist ein Königreich im Norden mit Grenze zum Königreich von Ranilia.
Beide Königreiche wurden als Stätten des Glaubens gegründet und beheimaten zahlreiche kirchliche Organisationen. Sie befinden sich seit der ersten Hexenzeremonie, mit der die Hexerei zur Sünde erklärt wurde, im Krieg mit den Hexen. Orimia ist die Hauptstadt des königlichen Königreichs von Ramesia. Die Stadt wurde nach dem Symbol ihrer Nation benannt, einer weißen Schlange, die jede Krankheit zu heilen vermag. Sie ist schon über 500 Jahre alt und wurde erbaut, um den Kriegern, die gegen die frühen Hexen kämpften, Schutz zu bieten. Dieses Jahr nun wurde die Stadt zum zentralen Schlachtfeld im vierten Hexenkrieg. Viele der Bewohner, einschließlich der Königsfamilie und des Militärs, haben sich in ihren Häusern verbarrikadiert und warten auf ein Wunder durch das Sakralamt. Olavide, die Stadt des Regens, ist der Zufluchtsort, an dem die Weiße Kapelle steht. Ganz im Sinne ihres Namens nimmt die Stadt fast ausschließlich Wanderer und Reisende aus Gebieten bei sich auf, die von Dürre geplagt werden. Die rund um das Jahr anhaltenden Stürme sind bei den ansässigen Nonnen wenig beliebt. Ja, kann mich nicht verwundern. Okay, das haben wir gerade gefunden. Ach, jetzt auch zu? Okay. Naja, wenigstens haben wir irgendwas gefunden. Respawn die jetzt schon? Oh, die respawn, wenn ich die Map verlasse. Das ist natürlich doof. Ich dachte, die respawnen vielleicht, wenn ich mich ans Bonfire setze, so wie in jedem Souls-like. Aber es ist ja ein Metroidvania und kein Souls-like. Ich würde eigentlich gerne den Raum noch erkunden, aber ich habe eh das Gefühl, wir müssen ein paar Mal hin und her laufen. Ah! Ich kann die Bombe einfach wegschlagen, das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei. Ah! Ich habe die Kiste auch drauf. Nein. Stop! Jesus! Oh, hier kann man one-shotten. Oh Gott. Das ist schon cool. Der Parry ist schon cool. Sieht schon stylisch aus, wenn sie sich dann wegteleportiert und dann einfach... Zack, 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 zack. No! Das war knapp. Da oben muss ja was sein. Da muss man plattformen. Also muss da was sein. Wechsel zwischen den ausgerüsteten Räucherwerken in deinem Aktionsslot. Okay, ich habe aber nur eins. Wahrscheinlich verlerne ich jetzt was Neues. Oder finde was Neues. Weißes Räucherwerk. Räucherwerk. Stellt 40% der maximalen HP wieder her. Ah. Räucherwerk 1, Räucherwerk 2. Passiver Effekt. Ach so. Setzt ein kleines Projektil frei. Okay, interessant. Man kann 3 Stück insgesamt haben. Hildegard. Basisschaden, physischer Angriff mal 1,0. Standardschwert, das von Mitgliedern des Ordens der 12 Heiligen getragen wird. Nonnen, die auf das Schlachtfeld geschickt werden, sind entweder auf Nahkampf oder unterstützende Zauber spezialisiert. Erstere tragen eine Waffe wie diese. Traditionell ist es Aufgabe der Schwertjungfern aus der Familie Tourette, die Nonnen in Kampftechniken zu unterrichten. Kreuz, Emblem und religiöses Symbol des Sakralamts. Dieses hier ist verziert mit einem Strauß Blumen. Das Kreuz dient den Kircheninquisitoren bei der Verbrennung von Räucherwerk als Katalysator. An seiner Spitze befindet sich ein Reagenz, das bei Kontakt mit Räucherwerk eine Reaktion hervorruft. Tagebuch, ein kleines schmuckloses Notizbuch. Die Kirche verbietet Nonnen normalerweise das Mitführen persönlicher Gegenstände, doch dieses Tagebuch ist eine Ausnahme, da es dem Aufzeichnen von Missionen und möglicherweise sogar Erinnerungen dient. Oh, haben wir unser Gedächtnis verloren? Ist das so ein Spiel? Vermutlich. Ich wünschte, ich wüsste, was Minoria bedeutet. Oh, das ist eine Menge Blut. Aufzug aktivieren. Huch. Bran hat so viele Leichen. Wir fahren erstmal nach oben. Ich will erst nach unten. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber wir gehen jetzt erstmal nach unten. Das leuchtet, aber ich kann nichts damit machen. Ah, man kann es sehen, das sind XP. Und hier drüben ist noch ein kleiner Dude. Ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, dass man jetzt so kleine Typen einfach totschlägt. Ich dachte, das wären jetzt hier die ganze Zeit Hexen, nachdem das eben die Prämisse ist. Oh Gott, Ninjas! Oh. Hier ist dann nichts. Und hier durch die Fenster kann ich auch nicht.
Nein. Die ist zu. Hier nach oben. Oh, ist das langsam. Oh je. Leichen. Jede Menge Leichen. Und hier sind Bücher. Und ein paar Äpfel. Und ein Weg. Der Teufel! Was ist hier drüben? Ein paar Kisten, in denen wahrscheinlich nichts drin ist, aber ich schlage sie trotzdem kaputt. Oh Gott, ich hätte... Wo bin ich? Notiz ansehen. Die Regeln dieses Hauses verlangen es, und ich gestehe, ich habe mein Gelübde zu Gehorsam und Keuschheit gebrochen. Keuschheit. Vor 2 Tagen habe ich unsittlich und impulsiv gehandelt. Ich will meine Taten bereuen, doch das Gefühl dabei war einfach zu gut. Vergebt mir, o ehrwürdige Mutter. Kannst du es wagen? Hier wird nicht gesündigt, nicht auf meinem Channel. Ich würde auch nie fluchen. Nein. Silbermünze, 1 von 40. Eine außergewöhnliche Münzsorte, die wegen ihres Wertes in ganz Ramesia begehrt ist. Früher, als die Königin noch das Land führte, trugen Münzen ihr Antlitz und Lieder sangen von ihrer Barmherzigkeit. Das ist jetzt nicht mehr so. Und schließlich wird sie nicht mehr regiert. Oder regiert sie nicht mehr, denn es gibt ja jetzt nur noch die Prinzessin. Wahrscheinlich wurde sie von Hexen ermordet. Würde zumindest zur Prämisse passen. Komme ich da hoch? Nee. Also doch, hier an der Leiter. Oh Gott, das war ja unfair. Schnell heilen. Und dann mal auf das Fernkampf-Räucherwerk wechseln. Vielleicht kann ich damit was erreichen. Oder ich setze mich hier einfach auf die Bank. Die Bibliothek ist gleich da vorne. Bitte folgt mir. Das ist eine Erinnerung, oder? Ein Glück, wir haben es geschafft. Wer hat denn die ganzen Bücher rausgezerrt? Ordensschwestern, dies ist die geheime Bibliothek. Sie dient der Königsfamilie in Krisenzeiten als Zuflucht. Ich werde zu meiner eigenen Sicherheit hier verweilen. Die Hexen wissen nichts von diesem Ort. Verstehe. Eure Majestät, wir machten uns als Teil einer ganzen Gruppe von Nonnen auf den Weg zur Kathedrale, bevor ein Schneesturm uns überraschte und voneinander trennte. Schwester Similla und ich kamen sozusagen mit ein paar Tagen Verspätung an. Ihr werdet in diesen Räumlichkeiten außer euch keine lebende Nonne mehr finden. Oh, das ist ja schrecklich. Die Hallen der Kathedrale wurden mit dem Blut derer beschmutzt, die ihr Leben den Göttern verschrieben haben. Die Gegner waren uns einfach überlegen. Ihre dunklen Absichten kriechen aus jeder Ecke. Oh nein. Ihr müsst meine jüngere Schwester Pöme finden und sie aufhalten. Sie ist für die Hexenzeremonie verantwortlich und für den Fluch, der auf mir liegt. Ja, das haben wir schon gelesen. Wird sie nicht aufgehalten werden, noch mehr Unschuldige ihr Leben lassen? Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben. Poemi Pöme sollte im Schloss sein. Sagt mir bitte in den Kommentaren, wie man das richtig ausspricht. Eure Majestät, kennt ihr den Weg dorthin? Der Haupteingang wird von einer Barriere versperrt, einer Art schützendem Hexenzauber. Ich fürchte, dagegen kann man nicht viel unternehmen. Doch. Doch? Diese Frau von vorhin, die Frau in Schwarz. Sie ist eine Verräterin der Kirche, einst bekannt als Schwester Devois. Findet sie, sie muss etwas über die Barriere wissen. Eine Verräterin? Glaubt ihr denn, sie wird mit uns kooperieren? Ihr werdet sie zum Sprechen bringen müssen. Ihr Nonnen kennt die Methoden. Ah, eure Majestät. Ich werde meiner Schwester nicht klein beigeben und mein Volk im Stich lassen. Findet Schwester Devois, die Verräterin. Ihre giftige Zunge könnte uns von Nutzen sein. So, jetzt muss ich mit meinem winzigen Gehirn nochmal ganz kurz nachgucken. Von der hatten wir es ja auch gerade. Amelia Suryat. Bla 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 bla. Prinzessin. Wir hatten es doch gerade auch schon mal von der. Oder? Ich bin nicht blöd.
Similla, bla bla bla. Hoxdorf, Fran, Erdboden. Nee. Nee, nee, nee. Hier vielleicht? Bin doch nicht blöd. Wir hatten das doch gerade mal von der. Naja, keine Ahnung. Egal. Status. Level 7. Physischer Angriff 11. Magischer Angriff 7. Physische Verteidigung 4, magische Verteidigung 8. Wir haben mehr magische Verteidigung als physische Verteidigung. Interessant. Eine Silbermünze haben wir. Eine haben wir insgesamt gesammelt. Bezwungene Gegner 32. Spielzeit bla 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 bla. Findet die Verräterin, Schwester. Vielleicht können wir ihr ein paar Informationen bezüglich der Barriere entlocken. Wer bist du? Hallo und willkommen. Mein Name ist Harina. Diese Bibliothek ist ein besonderer Diese Bibliothek ist ein besonderer Ort, der mit vielen anderen verbunden ist. Ich verwalte das alles hier. Seid ihr auf dem Weg zum Schloss? Dieses Gebiet ist nicht mehr sicher. Überall treiben sich Hexen herum. Aber wo ihr schon da seid, wollt ihr nicht einen Blick auf meine Waren riskieren? Manches davon könnte euch nützlich sein. Man weiß ja nie. Was kann ich für euch tun? Einkaufen. Schwarzes Räucherwerk. Lotusräucherwerk. Stellt Probesieg dem Gegner 2% der maximalen HP wieder her. Life Leech also. Setzt ein Projekt viel frei, das mehr Schaden verursacht, wenn die HP des Benutzers voll sind. Ist beides jetzt nicht so mein Stil? Lassen wir beides da erstmal. Wir sparen die Münze mal auf. Wir sehen uns. Oh, und kommt ruhig hin und wieder bei mir vorbei. Vielleicht kann ich euch sogar meine neuen Waren anbieten. Sehr gerne. Nicht genauer ansehen. Ich guck mir das mal an. Zum vorigen Gebiet zurückkehren. Yes. Ah. Ein Tintenfässchen. Spielstand wurde gespeichert. Wir gehen oben weiter. Ich weiß nicht. Sagt mir gerade mein Bauchgefühl. Okay, mein Bauchgefühl lügt. Ich krieg mal einen Schlüssel. Oh nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wollte ich nicht. Oh, was ist das? Ach so, XP. Level up. Und hopp. Tap. Tap. Easy. Wie geht's hier jetzt ein bisschen weiter? Was war das für ein Nintendo-Geräusch? So, Teufel. Untersuchen. Eine Silbermünze. Aha. Und haben wir zwei. Ein Zettel. Kann man tatsächlich ansehen. Wow. Dies ist die grobe Übersetzung eines Hexensprichworts, wie es im Edikt Nummer 04 1202 der ehrwürdigen Mutter steht. Wir baden uns in den Tränen der Welt, hoffend darauf, dass jene uns willkommen heißen und anerkennen mögen. Oh. Die wollen also auch einfach nur dazugehören. Oh, das ist sad. Eine Bombe kannst du behalten, Mann. Hier irgendwas, was man einschlagen kann? Aber nicht. Oh, geil. Wird rausgezoomt dann. Oh, Jesus. Aber ich komme da nicht hoch. Ah doch, da hinten ist eine Blume. So, dann erstmal killen. Dann den killen. Was sich gerade anbietet. Jetzt ihn hier, weil er steht im Weg. So, das da oben ist doch ein Secret, oder? Ja, sag ich doch. Das sieht man ja. Wir gehen mal nach rechts. Oh. Ha. Wir gehen nochmal kurz nach links. Ach, dann respawn ja. Gut, machen wir später. Rauch. Ich weiß nicht, ob Rauch gut ist für uns. Ich stehe manchmal rein. Das ist hier zumindest nichts. Kann ich jetzt hier einen Schalter umlegen, damit das Secret, der Shortcut aufgeht? Was ist das denn? Oh. Verstummt. Ach, das ist ein Schleim. Ich dachte, das wäre irgendwas, was am Boden halt festgemacht wird, wie in Enderlilies, dass man da dann durchdashen muss. Archiv Nummer 16. Tür aufgeschlossen. Wir haben unseren ersten Shortcut aufgemacht. Archiv Nummer 16. Kathedrale zu St. Hildriff. St. Hildriffs Gründung datiert auf viele Jahrhunderte zurück, als sich die Kathedrale noch unter Schwester Ames Führung befand. Damals war die Bedrohung durch die Hexen noch unerheblich und die Nonnen führten ein deutlich friedlicheres Leben. Nachdem Hexen dort unrechtmäßig eindrangen, ist die Kathedrale nun nicht länger Ort der Gebete, sondern vielmehr Hort des Konflikts. Ihre Nähe zum königlichen Schloss macht sie zu einem strategisch wichtigen Ort.
Also sind die Nonnen hier eher keine Nonnen, sondern mehr so wie im nordischen Schildmeiden oder Schwertschwestern. Und haben eher eine kriegerische Bedeutung. Nicht so wie in der realen Welt eben mit einem eher... Ja, kann man Dienstleistung sagen? Im Prinzip ist es ja eine Dienstleistung. Krieg ich falsch an? Nein. Da hinten habe ich noch nicht ein Eck. Und ich erkunde, das stört mich später nur, wenn ich es jetzt nicht mache. Also springe ich da mal kurz hoch. Okay, ist erforscht. Nice. Mein OCD kennt ihr bestimmt. Müsst alles erkunden, alles erforschen. Es muss alles ausgefüllt sein, die Map. Oh, zu wenig Reichweite. Die Effekte sind ja eigentlich ganz süß, ne? Hier auch was schieben? Nein. Aber ich kann den hier umbringen. Und dann hier nach unten gehen. Und hier liegt auch was. Schön. Untersuchen. Kathedralenschlüssel erhalten. Okay. Öffnet fast alle Türen des Hauptteils der Kathedrale. Er ist schon so alt wie die Grundsteine von St. Hildreth selbst. Damals befand sich die Kathedrale noch unter Schwester Ames Aufsicht und die Nonnen erfreuten sich ein friedvolleres Leben. Das heißt, ich müsste das jetzt aufsperren können. Mit dem Kathedralenschlüssel aufgeschlossen. Yay! Fortschritt. Schnecken. Schneckpferd. Bis jetzt ist das Spiel noch nicht so schwer. Aber ich glaube, die Bosse später sind ziemlich hart. Oh. Ist das ein Joke? Willst du einen Boss darstellen? Ich will dich nicht verletzen, ne, aber... Ah, es kommen einfach mehrere, das ist einfach... Okay, die sind ja wirklich lächerlich. Necken? Oder Bomben? Unterschiedlich, okay. Hotter! Au, hast du Schaden bekommen. Obwohl ich mich über sie lustig mache. Oh, Schneck. Die sieht man nicht so gut, obwohl sie rot leuchten. Versuch sie mal ein bisschen wegzuknüppeln. Noch eine Tür. Mit dem Kathedralenschlüssel ebenfalls aufgeschlossen. Eine ganz normale Hexe. Noch eine ganz normale Hexe. Suchen sich, suchen ja hier auch irgendwas. Wie man noch an der Animation sieht. So. Ah. Cool. Nehme ich. Trifft sich eigentlich ganz gut. So, wo sind wir? Wir sind hier. Ich habe das Gefühl, wir waren hier schon mal. Ich meine, offensichtlich waren wir hier schon mal, weil die Karte ist schon aufgedeckt. Ah. Wir kamen... Nee. Haben wir von hier? Nee, wir kamen nicht von hier. Wir kamen von der Mitte. Ah, und hier links war zu, ne? Jetzt müsste man da langkommen, oder? Ah, nee, wir sind einfach nicht langgegangen, oder? Geschlossen. Brauchen wir einen anderen Schlüssel. Okay. Keller des Erbarmens. Gut, da kommen wir noch nicht lang. Ob es in der Bibliothek wohl auch ein paar Märchen gibt? Als Kind mochte ich besonders die Jungfrau in Weiß. Schneewittchen? Oder wie? Okay, wir schießen uns nochmal nach oben. Und wir können... uns nochmal im Westen umsehen. Da sind ja noch ein paar Wege. Ich hätte zwar gerne da die zwei schwarzen... Hab ich nicht gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Au. Ich muss besser aufpassen. Ich hätte gerne die zwei Quadrate da oben noch ausgefüllt. Aber habe ich nicht, also... Oh, sind die schnell. Okay. Genug geparried. Oder eben nicht geparried. Ich schlag die einfach. Scheint besser zu funktionieren, als wenn ich... Oh Gott. Au, wow. Oh mein Gott. Okay, so viel zum Thema. Es ist nicht schwer. Man darf sich nicht treffen lassen. Dann ist es nicht schwer. Wenn man sich treffen lässt, ist schlecht. Ist sehr schlecht. Okay. Parieren, ja, das hatten wir schon.
Aber wir können es hier auch aufsperren. Die Kathedralschlüssel aufgesperrt. Heilendes Kräucherwerk. Wie? Ach, habe ich jetzt 6 Benutzungen? Oh, das ist ja cool. Das ist cool. Da ist der Teufel. Der kann mich mal da oben. Aber da komme ich jetzt trotzdem nicht hoch, nicht wahr? Richtig. Vielleicht kriegen wir bald einen Double Jump. Würde sich zumindest anbieten. Ah, war ja schon meine Vermutung vorhin. Soll echt aufpassen, was ich hier mache. Sonst sterbe ich gleich noch. Das wäre natürlich peinlich. Okay. Was ist das? Silbermünze. Schön, schön, schön. Nummer 3. Könnten wir uns denn einen Skill holen, den wir nicht wollten? Verschlossen. Wieder mit einem anderen Schlüssel. Wahrscheinlich führt das auch in den Keller. Jetzt haben wir noch über uns einen Weg. Ich frage mich dahin. Achso, natürlich. So. Ist dunkel. Ah! Hier nochmal kann man die ganz gut killen mit 3 Schlägen, aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Das ist eine Münze, Mensch. Kann man doch auch wegmachen. Geht bestimmt später weg irgendwann. Gehen wir jetzt als nächstes hin. Da links sind noch ein paar Wege. Hier geht noch ein Weg nach oben, Schrägstrich nach unten. Vielleicht eher nach oben. Hm. Hallo? Eins. Ich würde tatsächlich jetzt eher mal nach oben hier nochmal tendieren. Mr. French sprechen. Ja, das ist alles Tutorial. Weil hier ist noch eine Tür, aber da komme ich glaube ich nicht durch, weil ich den Hebel brauche. Yes. Aber wie kommt man da ran? Wahrscheinlich ganz anders dann. Hm, ich denke, Osten ist der richtige Weg. Und da wir im Westen sowieso nochmal hin müssen, wegen dem Double Jump, können wir jetzt auch genauso gut nach Osten erstmal gehen. Außer im Westen ist der Double Jump, das wäre natürlich bitter. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht... Ah, hör doch mal auf! Dass er nicht im Westen ist. Sondern eben im Osten, da wo es Sinn macht. Gameplay-technisch. Oder Game-Design-technisch. Ah, so bin ich ein bisschen schneller. Ah. Lang zweimal, muss ich aufpassen. Dass ich mich nicht doch versehentlich schlagen lasse von denen. Die machen nämlich ziemlich guten Damage, aber jetzt bin ich auch geil. Also. Wurst. Würstig. Das sind alles die Schwachen. Die sind kein Problem. Nee, Moment. Eher hier nach unten. Und dann hier nach rechts. Das ist, glaube ich, kürzer. Also sind da mehr Wege. Aua! Ich finde das eine Frechheit! Oh, das war knapp. Ich muss nicht oben laufen. Ich muss einfach hier durch. Ich hab gelogen. Ich muss oben lang. Aber ich kann die so killen. Hehe. Das macht es vielleicht ein wenig einfacher. Sonst, wenn ich nicht in die Bombe springe. So, hier sind überall die Leichen. Und hier ist die Tür, die wir jetzt aufmachen können. Stimmt. Aha. Und das sieht ja mal sehr lebensbejahend und fröhlich aus hier. Knecken! Stecken nicht übersehen, ganz vorsichtig. Diese Ballongeräusche, die machen, ist auch nice. Oh. Ich hab auf den Mond geachtet und nicht auf die Schnecken, wie ich es hätte tun sollen. Ich bin verstummt durch diesen Rauch hier, den die Schnecken produzieren, das kann ich mich nicht mehr heilen. Wenn ich nicht reden kann, kann ich kein Räucherwerk anzünden. Ein Hebel. Und was zum Leuchten. Chrysanthemenräucherwerk. Setzt einen Blitzangriff frei. Okay. Klingt jetzt nicht mehr schlecht. Zieh mal am Hebel. Mechanismus in einem anderen Raum aktiviert. Ops. Ja, Gigi.
So. So, Penner. Erschreckt mich doch nicht so. Will hier ganz in Ruhe eigentlich meinen Eistee genießen und die kommen hier durchs Fenster und kacken mir auf den Boden. Penner. Gut, ich könnte jetzt nach unten gehen. Könnte aber auch nach rechts gehen. Ich glaube rechts, nach rechts oben. Also hier nach oben und dann nach rechts so. Jetzt habe ich es. Könnte die bessere Lösung sein. Ich weiß nicht mehr genau, was hier war. Hier war, ach so, hier war einfach nichts. Ach, hier bin ich, genau, hier bin ich abgehauen einfach. Guck, was hier ist. Vielleicht ein Secret. Vielleicht der richtige Weg. Eine Tür. Auch verschlossen. Mist. Oh, hallo. Gefäß berühren. Oh. Du hast die Fähigkeit Aufladeangriff erlernt. Halte die Nahkampftaste, um einen neuen Spezialangriff einzusetzen. Starker Stoß. Oh, das kostet aber dann einen Punkt von der Fähigkeit. Auch verschlossen. Menschenskinder. Dann nach oben, wa? Kann ich... Aha. Aha. Und nach oben, bitte. Dankeschön. Wir machen das ganz relaxed, meine Damen und Herren. Wir gehen hier nach oben. Haben wir schwarze Schmetterlinge um uns rum? Hat er gerade... Moment. Tatsächlich, schwarze Schmetterlinge. Interessant. Sieht natürlich cool aus, hat aber wahrscheinlich auch was mit der Lore zu tun. Werden wir aber wohl erst noch erfahren. Ach, hallo. Ein Speicherpunkt. Speicherpunkte lohnen sich hier auf jeden Fall, weil du ja auf jeden Fall immer speichern willst, weil hast ja keinen Nachteil dadurch. Hast nur Vorteile. Nicht so wie in Dark Souls, wo dann die ganzen Gegner respawnen zum Beispiel. Okay, hier ist nichts. Hier ist eine Leiche. Da kann man doch bestimmt später rein. Kann ich da reinstoßen? Da kann man sich doch bestimmt zum Ball machen später und dann mit seinem Morphball da reinrollen. Bestimmt wird es genau so sein. Falls sich jetzt jemand fragt, weiß der eigentlich noch, wo er hinläuft? Nein, keine Ahnung. Ich hab keinen Plan. Das hier sieht nach einer Sackgasse aus. Wobei. Oh oh. Boah, bist du dick, Mann. Ah, geht schon los! We fight! So viel zum Thema, ich lasse mich nicht treffen. 500. Ui! Bam, 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 bam. Komm nochmal, komm, schlag mich! Ui, nicht so doll! Oh mein Gott! Ich will mich eigentlich heilen. Oh, das macht ja richtig viel Schaden. Aber man hat durch die Skills sehr gute Möglichkeiten. Holy shit, da wurde jemand an die Wand genagelt mit Schwertern und Kreuzen. Ist das Schwert oder ist das Kreuz? Egal. Auf jeden Fall hat man in dem Spiel sehr gute Möglichkeit, eben mit den Räucherwerken zum Beispiel Faden zu machen, um nicht bei den Bossen Damage zu kriegen. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt als Boss gezählt hat. Da komme ich nicht rein. Da hinten ist ein Hebel. Das ist wohl dann wieder ein Shortcut. Ich krieg das Spiel ja durch, ohne zu sterben. Das war natürlich Ultimate Pog. Könnt ihr euch vorstellen, dass Grundschulkinder Pog und Kappa sagen? Nein? Konnte ich auch nicht. Aber die Vorschulkinder bei uns im Hort machen genau das. Die sagen Kappa. Ich kann es nicht glauben. Wir reisen zur Bibliothek. Vielleicht gibt es ja neue Neuigkeiten. Ja, ich habe Glitzer. Nichts. Einfach bloß der Schatz des Wissens. Finde die Verräterin, Schwester. Vielleicht... Okay, das haben wir schon. Und du kannst mal bitte mit mir handeln. Immer noch nichts Neues. Dann gehen wir halt wieder. Wir gehen zurück zum anderen Gebiet, da wo wir gerade waren.
Hm. Ja, nach rechts wahrscheinlich erstmal, wa? Keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber genau darum geht es ja auch in solchen Games. Habe ich, glaube ich, in Annalise auch schon erzählt. Du willst dich ja erstmal ein bisschen verlaufen, um dann den Aha-Effekt zu haben, wenn du dann den richtigen Weg findest. Frühlingstau-Räucherwerk. Ah, das ist passiv. Gewährt kurze Unverbundbarkeit nach der Nutzung eines heilenden Räucherwerks. Baby. Iframes. Gut, dann haben wir den Raum zumindest schon mal abgeschlossen. Und können dann hier lang weiter. Ich könnte da nach oben. Will ich nach oben? Ne. Ich will nach links. Und in den entsprechenden Raum, wo auch man das hinführt. Und ich will meinen Double Jump. Ich will meinen Double Jump. Da geht's runter, das habe ich natürlich gesehen. Wenn ich runterfalle, komme ich vielleicht nicht mehr hoch. Und, okay. Oh, shit. Epic. Ihr beiden seid ziemlich hartnäckig. Oh, du bist die Schwester, oder? Ergib dich, Hexe. Willst du mich denn nicht bei meinem Klosternamen nennen, Schwester? Oder bist du Devoir? Ich sagte, ergib dich, du bist unwürdig. Eure Kirche hat nicht über meine Würde oder Unwürde zu entscheiden, Schwester. Ihr quält dieses Land schon viel zu lange mit eurem Glauben. Es macht mich krank, wie weit eure Grausamkeit geht. Die Heiligen haben uns beordert, unsere Taten spiegeln ihren Willen wider. Handelt doch einmal aus eigenem Willen. Nur einmal. Eure Kirche sollte keinen Platz in dieser Welt haben und niemanden, der sie anhimmelt. So ein verdrehter Glaube sollte gar nicht existieren. Oh, Bossfight-Time. Bester Devoir. Okay, gucken. Oh, shit. Ah, ich kann in der Luft nicht... Okay. Bam, 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 bam. Erstmal das Obligatorische. Ah, ich kann aber in der Luft heilen. Immerhin das. Ich werde sterben! Okay. Ihre dunkle Aura hat mich. Mist, ich wollte eigentlich jetzt meinen tollen neuen Angriff machen. Ich glaube, der funktioniert im Bossfight nicht gut. Ah! Ihr eingebildeten Nonnen! Geht mir! Euer Handeln hat nichts mit Glaube zu tun, Schwester. Hätte ich sie ausreden lassen sollen? Hexe geläutert. Ja, und das Ganze ohne Schaden zu kriegen. Hahaha. Jesus, die machen so viel Schaden. Schwester Devoir, warum habt ihr diesen Weg gewählt? Naja. Sie hat den Weg des eigenen Denkens gewählt. Das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Weiß nicht, ob sie sich unbedingt hätte den Hexen anschließen müssen. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, ob die Hexen böse sind. Ihr könnt wirklich gut mit dem Schwert umgehen. Bleibt zurück, Fremder. Wer seid ihr? Nur ein Reisender auf dem Weg zum Schloss. Ihr seht verdächtig aus. Tue ich das? Ich muss zugeben, ich bin nicht der strengste unter den Gläubigen, aber ich möchte trotzdem helfen. Ich kann euch mit Informationen dienen. Um das Schloss herum wurde eine Barriere errichtet, die den Eingang schützt. Nur Hexen können durch. Gerüchten zufolge gibt es aber einen geheimen Durchgang, der den königlichen Garten mit den Schlossgemächern verbindet. Gerüchten zufolge sind alle tot. Woher hast du diese Gerüchte? In den Garten selbst kommt man durch eine Tür, die ich bereits öffnen konnte. Sie befindet sich nahe einem Aufzug in dieser Kathedrale. Ich meine, wir könnten uns den Geheimgang gemeinsam ansehen. Wir drei. Was denkt ihr, Schwester Simila?
In der Gruppe zu bleiben könnte von Vorteil sein. In Ordnung, wir treffen uns beim Garten. Verstanden. Oh, da fällt mir ein, wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Pin. Wie nennt ihr euch? Ich meine, macht wahrscheinlich keinen Unterschied, ihm den Namen zu sagen oder die Namen zu sagen. Weil ich meine, wenn er auf uns angesetzt wäre, dann würde er sowieso wissen, wer wir sind. Also sagen wir es ihm einfach. Schwester Similla und Schwester Anna Frank. Anna Fran. Nicht Anne Frank. Das ist jemand anders. Auch wichtig, aber jemand anders. Wow, was für seltsame Namen. Es freut mich, dass wir uns getroffen haben. Gut, dann sehen wir uns auf dem Weg zum Schloss. Na klar, mein Dudster. Bis dann, ne? Bye. Ach! Ich meine, aha! Tür aufgeschlossen, so. Bringt mich jetzt aber auch erstmal nicht weiter. Dann vielleicht lieber hoch. Und dann nach rechts. Da ist ja dann auch nochmal ein Weg nach unten da rechts gewesen. Ist natürlich jetzt ein Stückchen weit weg. Einmal speichern. Spielfortschritt wurde gespeichert und hui! Leider kann ich das nicht aufsperren, ich weiß auch nicht wie. Weil eigentlich müsste ich das doch aufsperren können. Mein einziger Weg, da hinzukommen, ist von da drüben. Ich meine, es macht an sich keinen Unterschied, aber es ist ein bisschen von der Zeit. Ach, da kommt man wahrscheinlich erst später hin. Ah ne, ich bin einfach nur doof. Bin einfach nur doof. Wie üblich. Ich will noch wissen, was da drüben ist. Ah! Bin ich in eine Schnecke getreten, oder was? So, hier. Ach ja, hier in die Höllentore. Okay. Bomberman! Es ist Bomberman. Okay. Sprungrätsel. Sind bis jetzt nicht so schwer gewesen. Astralräucherwerk. Ist aktiv. Steigert vorübergehend die Angriffskraft um 10%. Nicht besser als das hier. Bin ich zwar wieder reiner Nahkämpfer, aber einen kleinen Buff finde ich immer gut. Doch, wo geht es jetzt weiter? Wahrscheinlich bei diesen Gärten. Die muss ich halt nur erstmal finden. Und ich kann in der Karte gerade nicht zoomen. Dann muss ich halt selber mal laufen. Ich schätze, es ist irgendwo links. Wahrscheinlich hat er jetzt die verschlossenen Tore aufgesperrt, die wir gefunden hatten. Und naja, dann gehen wir da das nächste Mal hin. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Minoria. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago. Ich sage noch einmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.